Morgen. Guten Morgen. Hallo zusammen. Heute aus einem Tag in meiner Werkstatt. Ich komme nicht aus dem Knast. Ich wohne hier, deswegen komme ich von innen raus. Ich muss erstmal die Tore alle aufschließen. So, wie schon gesagt, ihr begleitet mich heute den ganzen Tag hier bei mir in der Werkstatt. Ich kümmere mich hier in meiner Werkstatt eigentlich um so Problemfälle, um Dinge, die andere eventuell nicht hinkriegen. Ich organisiere, ich gucke, was jeder machen soll. Das heißt, ich kenne meine Jungs ganz genau und ich weiß, welchen Job ich jedem Einzelnen geben kann. Bei uns geht es recht ruhig zu. Was meinst du mit, es geht ruhig zu? Also mit ruhig zu meine ich, hier gibt es diese Hektik nicht, dieser Stress. Wir sind hier im Kölner Süden. Wir haben eine Straßenbahnanbindung an die 16, die hier direkt in der Nähe ist. Und die Leute geben die Autos morgens vor der Arbeit ab. Deswegen mache ich um 7 Uhr auf. Und die holen die nach der Arbeit dann wieder ab. Das heißt, deswegen bin ich bis 18.30 Uhr noch im Betrieb. Die meisten arbeiten ja von 8 bis 5 und dann passt das wunderbar. Und deswegen gibt es auch diesen Stress nicht. Mal schnell ein Auto machen, können Sie mal schnell helfen, können Sie mal, wenn einer kommt und gerne irgendwas, dem ich irgendwas helfen soll, das heißt ein Birnchen kaputt und so, fahren wir gerade rein, machen wir schnell, haben wir Zeit für. Man kann es so ein bisschen vergleichen mit der Werkstatt in Ehrenfeld, mit Holgers Werkstatt. Da glaube ich manchmal, ich bin da so in der Klapsmühle, weil es ist so Hektik, das ist so, ja, die drehen ja alle am Rad und mein Freund sowieso. Mein Automaten habe ich schon seit, ich glaube, 40 Jahren hängt er hier und mein leckerer Cappuccino, der da drin ist, da freue ich mich jeden Morgen drauf. Ich liebe den einfach. Ich wohne hier direkt über dem Betrieb, im hinteren Bereich des Gebäudes und deswegen ist meine Anreise recht nah. Ich habe eine Terrasse, über die ich gehen muss und wenn es draußen geschneit hat oder geregnet hat, ist die recht rutschig, aber so mein Weg zur Arbeit ist auch schon gefährlich. Da kommt auch meine Frau. Komm mal her, Schatz. Darf ich euch vorstellen, das ist meine Frau Angelika. Die fährt jetzt zur Arbeit, die hat einen richtigen Job, also die muss nicht den ganzen Tag in der Werkstatt rumquälen. Ne? Genau. Die arbeitet in der Sporthochschule und macht sich jetzt gleich auf den Weg zur Arbeit. Genau. Ne? Morgen. Guten Morgen. Wir haben 20 nach 7, meine Jungs fangen um 8 Uhr an zu arbeiten, von 8 bis 17 Uhr. Freitags nur bis 16.30 Uhr. Wir machen eine Stunde Mittagspause. Damit arbeiten die eigentlich ein bisschen zu wenig. Also da haben wir zu wenig Stunden. Aber Kesera, was soll das? Leben und leben lassen, sage ich da immer. Okay. Aha. Morgen. Morgen. Meine Tochter. Ja. Mein Kind. Morgen. Hallo, Papa. Morgen, mein Schatz. Hi. Tina. Tina ist hier die gute Seele des Hauses, also unserer Werkstatt. Ja, ich versuche das mal. Ja, kümmert sich um den ganzen Papiermist, sage ich einfach mal Papiermist, weil ich hasse diesen Papierkram. Also sie hasst das auch, aber sie muss es machen, weil sie möchte Geld verdienen. Ja, dann lass dich nicht aufhalten. Ne? Also wir sind ja nicht zum Vergnügen hier. Wir haben hier draußen noch eine Nachtbox, so nennt sich das. Kann man schön sehen. Ach, der Heiko ist auch schon da. Morgen, Heiko. Hier ist eine Nachtbox. Da sind Teile, die wir gestern bestellt haben, über Nacht geliefert worden. Das wird abgeschlossen und dann können wir uns hier morgens da rausholen und können schon anfangen zu arbeiten. Aber hier ist Heiko. Heiko ist aus Hilden, er kommt aus dem Ausland. Noch ist er Auszubildender bzw. Umschüler. Jetzt haben wir 7:45 Uhr. So ganz langsam fängt das Leben hier drin an. Es ist Zeit für einen zweiten Cappuccino. Von irgendwas muss man ja wach werden. Ah, da kommt der Tim. Und der Tarek. Hui! Ja, einmal der Tarek. Jetzt Auszubildender. Umschüler kann man sagen, ne? Ja. Auszubildender. Also er ist in einem Video, hatte man uns als Kommentar drunter geschrieben, hier ist unser unser Quotenflüchtling oder Flüchtling. Er ist kein Flüchtling, er ist einfach Deutscher. Mehr Deutsch als man's andere. Und der Tim, zeig dich mal hier, unser Geselle. Bin stolz auf ihn.
weil er ist ein super Mitarbeiter. Ich auf dich. Wow. Tim ist mal kurz weg gewesen für ein halbes Jahr. War ein halbes Jahr, ne? Ja, ne, 3 Monate. Oder 3 Monate, hat er mal versucht, woanders zu arbeiten, hat ihm aber dann nicht gefallen und ist dann wieder zurück. Und da bin ich stolz drauf, dass er wieder zurückgekommen ist. Tim, am besten fahren wir zwei gleich raus, oder? Mhm. Zu dem Herrn Ingels Adach hier, das, ein Mercedes springt nicht an. Wo ist er? Da hier. Springt nicht an im Eulengarten. Das machen wir gleich. Die Leute wissen Bescheid, dass wir kommen. Und Startkoffer, nimmst du unseren Booster mit? Ja. Den neuen Booster. Er ist auch eine schöne Sache, dieser neue Booster. Ich komme mal damit hin. Der Robert, der läuft mir nach wie ein Hündchen hier. Ja, ich merke das schon. Wie eine Klette hängt er mir. So, das ist unser neuer Booster. Das ist ein Startgerät, ein Startkoffer. Der übernimmt die Spannung, die Restspannung, die noch in der Batterie ist, lädt hier drinnen dicke Kondensatoren auf und dann können wir das Fahrzeug damit starten. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Ich habe ihn ganz neu gekauft. Normalerweise haben wir diesen großen, tragbaren Koffer, aber wir machen das jetzt mal hier mit. Hör mal, machst du gleich bitte an dem Opel hier, an dem Signum, schnell den Räder wechseln. Ja. Dann haben wir das Ding aus den Füßen. Okay. Die letzten 2 Tage, wo du in der Berufsschule warst, hat der Heiko die ganze Zeit Räder gewechselt. Der hat gesagt, der fand das gut. Ja, der fand das gut. Ja, also die schlagen sich alle drum, hier Räder zu wechseln. Ne? Das ist, ich hasse die Dinger. Aber was soll das? Wo ist eigentlich mein Sohn? Der steht noch im Stau. Mein Sohn? Hat gerade eine Nachricht geschickt. Ach so, der Sohnemann hat eine Nachricht geschickt. Der kommt nämlich aus, wie heißt das? Na, der wohnt ja noch weiter weg. Zülpich. Gaich. Ja, das gehört zu Zülpich. Ja, gehört zu Zülpich, aber Gaich ist ja noch weiter hinter. Nein. Also am Arsch der Welt. Hör mal, da hinten wird ja, schon, da wird dunkel. Ja, aber direkt dabei. Ja. Please fasten seatbelts and stop smoking. Und los geht's. So, wir fahren jetzt hier in unseren Ort. Nach Godorf rein. Da ist ein Fahrzeug, was nicht anspringt. Der hat schon mal eine neue Batterie bekommen Anfang des Jahres. Und ja, man weiß nicht, was los ist damit. Jetzt ist er ausgefallen. Wir geben ihm mal Starthilfe und gucken mal, was er hat. Müssen wir nachher prüfen. Das Interessante ist, das sind viele Leute, die haben es eilig. Brauchen ganz dringend ihr Auto wieder. Heute Abend muss ich mein Auto haben. Wir überschlagen uns doppelt und dreifach, machen das Auto fertig, rufen abends an, Auto ist fertig, kann abgeholt werden. Ach ja, aber ich brauche den heute Abend gar nicht. Ich komme den mal morgen holen oder vielleicht übermorgen. Und da denkt man auch, ja, toll. 6, 8. Ah, da steht der Mercedes. Morgen, Herr Adach. Batterie ist leer. Ja, wir gucken jetzt mal. Ja. Tim, hast du den Startkoffer? Ja. Okay. Die ist noch kein Jahr drin. Ne? Ja. Na, guck mal. Ja. Was sie machen können. Jetzt kam der Schwiegersohn, der vorhin zur Arbeit, der sagt, das ist kein Wunder, sagt er, sein Schwiegervater. Der hat auch nur kurze Strecken. Ja. Der ist auch ständig hat er Probleme mit der Batterie. Tja. Wir gucken mal. Sonst muss man eventuell eine Größe reinmachen. Da ist, glaube ich, schon die Größe. Ne? So, Kapazität steigt an. Ich bin Was sagt er? Ja, Kapazität steigt an. Der geht aber noch nicht hoch bis oben. Na, da kommt dann die Batterie dran, direkt an die Batterie dran, ohne das Ding jetzt dazwischen, Tim. Da ist auch sogar eine kräftige Batterie drin, wow. Kommst du drauf? Klemmen wird unglücklich, ja. Oder? Er sollte sich eigentlich innerhalb von ein paar Sekunden aufladen, die Kondensatoren da drin, und dann Starthilfe geben. Also er steigt nur bis 7 Volt an, warum geht er nicht höher? Er sagt, es reicht für eine kleine Rechtsspannung. Pass mal auf, laden wir die gerade mal in unserem Mercedes auf.
scheint sich hier ein bisschen schwer zu tun. Entweder ist die Batterie total tot hier drin. Der geht nur bis 7 Volt hoch. Warum lädt er sich nicht weiter auf? Ah, da kommt es. So, jetzt gehen wir mal an das Fahrzeug. Ach ey, so. Mach mal. Der hat doch ein anderes Problem. Obwohl wir Spannung drauf haben. Jede Menge. Gar nichts. Es geht doch nicht mit Innenraumbeleuchtung. Das Radio geht nicht an. Warum denn nicht? Er zeigt. Den normalen haben wir nicht mitgenommen. Nein, den anderen haben wir nicht bei. Hol mal einen anderen Schlagkoffer. Mit unserem Auto. Das wundert mich aber jetzt sehr. Batterie ist leer. Tja, die Batterie ist leer, aber eigentlich sollte wenigstens Licht oder sowas angehen, wenn wir die Startbox dran machen. Aber es geht ja gar nichts. Es geht keine Innenleuchte an, nichts. Das macht mich schon sehr stutzig. Wir holen mal die andere Startbox. Tim ist unterwegs. Ich meine, ich fahre große Strecke, das ist klar. Wenn ja. Die Batterie darunter leidet, kann ich nicht so schnell. Ja, aber bisher hat Ihr Auto ja auch funktioniert, ne? Ja. Ich sag dir, ich bin am Freitag nach Wesseling gefahren. Ja. Und da ging jetzt erstmal ESB an. Ja. So. Und wie ich dann von Wesseling wieder zurückfuhr, da war ESB aus. Mhm. Und der sprang auch direkt an, war alles normal. Und auf einmal, am anderen Morgen hier, Montag ging es los, nichts, bewegte sich gar nichts. Seltsam, es blinkt 11 Volt, der sollte sich eigentlich schon geladen haben. Ja, ja. Ja, da müssen wir uns wahrscheinlich hier nochmal mit befassen und mal gucken, wie das denn funktioniert. Input, connect, on, wait and start. Wait 9 seconds and start. Connect, charge, glow, start. Wir melden uns, Herr Adach. Machen Sie das. Die Batterie ist leer. Die ist leer. Die ist leer. Die werden wir jetzt erst laden, ja. Prüfen und dann gucken wir mal, ob der Wagen vielleicht eine Entnahme hat. Das heißt, dass der Strom entnimmt, obwohl er steht und ausgeschaltet ist. Prüfen wir und melden uns. Okay. Komm, Robert, steig ein, wir fahren. Ja, so ist das mit neuer Technik. Ich weiß nicht, was es jetzt auf sich hat, dass das Ding nicht funktioniert hat, aber wir werden es rausfinden. So. Ratzfatz zurück in die Werkstatt. Da hängt noch ein Auto am Ladegerät, kann man schön sehen. Hier vorne haben sie auch ein Ladegerät dran angeschlossen, wahrscheinlich auch Batterie leer. So, Ladegerät kommt zum Einsatz. Anschlüsse dran. Wie lange muss das laden? Oh, wie lange muss es laden? 2 Stunden, damit sie wieder richtig voll ist. Immer schön. Ah, haben wir hier einen externen Anschluss dafür. So, einmal hier Minusanschluss dran. So. Machen wir auf Normalladen.
Jetzt kann er sich damit amüsieren. Oh, hinten kann man sehen, mein Sohn ist auch schon da. Der ist auch im Einsatz. Gehen wir mal hin. Morgen. Hier ist mein Sohnemann. Guck mal. Morgen. David, Kraftfahrzeugmeister, also Mechatronikermeister. Und kümmert sich gerade hier um ein Problem. Was geht? Geht es nicht runter oder was? Nee, ich suche gerade ein Werkzeug mit so einer Schraube, die ich da durchstecken kann. Kann. Geht das mit unserem Werkzeug nicht, was wir haben, um nein, das runterzuziehen? Nein, weil das für die anderen Wellen ist, wo du die Schraube. Wo du vorne Gewinde drauf hast. Ja. Okay, hier muss eine neue Manschette drauf. Was ist das? Das ist eine Antriebswelle. Das ist eine Antriebswelle. Die steckt mit der Seite am Getriebe drin oder ist am Getriebe angeflanscht. Das hier geht rüber zum Rad. Und hier ist dann das Rad, also hier draußen ist das Rad drauf und der Antrieb. So, und das ist eine thermoelastische Achsmanschette. Die ist, man kann man fühlen, das ist ziemlich festes Material, ziemlich hartes, also nicht so schönes weiches Gummizeug. Und dafür muss aber der Kopf ab. Es gibt andere Manschetten, das sind Universalmanschetten, die kann man weit auseinander dehnen, drüber schieben und dann montieren. So, hier muss der Kopf herunter. Also hier, das ist das Auto, ein Audi, der hat diese Manschette kaputt. Der hat nicht nur die Manschette, sondern der hat auch noch die Lagerung, die Gummilager. Diese hier, ich kann mal zeigen, die sitzen hier vorne. Hier kann man schön sehen, einmal hier rundherum weggerissen. Hier kann man, da kann man schön sehen, hier ist der Riss. Der Wagen kriegt eine Inspektion, der kriegt sogar einen Ölwechsel, Getriebeölwechsel. Der hat ein DSG-Getriebe drin und hier sollte man alle 60.000 wechselt der Kunde sein Getriebeöl, umso länger hat er was davon. Ja, da gucken wir mal weiter, was sonst noch da ist. Also der Tim ist noch an dem Fahrzeug, an dem Opel dran. Da haben wir einen Wasserverlust festgestellt. Und die Vermutung liegt nahe bei der Kopfdichtung, Zylinderkopfdichtung. Er liegt also schon, naja, der Tim liegt in den letzten Zügen. Ah nee, das Auto liegt in den letzten Zügen. Ja. Ne? Noch die Anschlüsse oben drauf, Rippenriemen drauf. Und dann gucken wir mal, was er nachher sagt. Hier diese Dose von der Verstelleinheit von den Saugrohrklappen. Ja. Die muss ich noch gucken, wie ich wieder reinkriege. Wo sitzt der Anschluss? Ja, die Dose, die ist komplett draußen. Von der Verzahnung her, hier unten sieht man das schön. Da ist ja ein Zahnrädchen dran, was dann an das Zahnrad geht von der Verstelleinheit. Verstelleinheit von der Saugrohr. Ja, da hast du also noch ein bisschen Fummel, ja, bis du da dran kommst. Ja, na gut. Das heißt, was habt ihr gemacht? Wir haben hier bei dem Fahrzeug den kompletten Zylinderkopf abgebaut. Der ist zweigeteilt, der hat diesen Nockenwellenkasten für sich, also separat. Und dann darunter den eigentlichen Kopf, wo die Ventileinheit drin ist. Und ja. Das ist eh schon massig Arbeit. Hast ja schon einen Tag gebraucht, um das auseinanderzubauen. Jetzt einen halben Tag, um wieder zusammenzubauen. Also es ist keine besonders dankbare Aufgabe, das Ganze. Also wir haben den AGR-Kühler. Das ist, wo steckt der? Hier unten ist er. Hier, der AGR-Kühler, Abgasrückführungskühler. Den haben wir auch abgedrückt, weil da passiert es ja häufig, dass die Abgasrückführungskühler innen drin kaputt gehen. Das heißt, das Wasser wird im AGR-Kühler der Verbrennung wieder zugeführt. Und somit haben wir auch einen Wasserverlust da drin. Den haben wir aber abgedrückt, da konnten wir keine Undichtheit feststellen. Wenn alles fertig ist, was wird das kosten? Ich schätze mal so um 1300 Euro wird das ganze Spiel. Mit den ganzen neuen Dichtungen und ja, der ganzen Fummelei. Ja. Deine Arbeitszeit ist doch kostenlos, oder? Ja, ja. Guck mal, du bist hier hinten ganz dreckig, Tim. Was ist das? Ist das Fett? Das geht nicht weg. Jetzt fummeln wir dann schon hintern rum. Mensch. Ja, wie man schön sehen kann, es ist Reifenwechselzeit. Wir haben etliche Sätze Reifen auch eingelagert. Die holen wir dann schon hoch und stellen die schon mal zurecht. Und es verunstalten die ganze Halle, die ganze Krempel steht hier an der Seite rum. Ach. Ja? Der muss bis 10 Uhr fertig werden. Was? Ja. Boah. So, dann haben wir hier Academy, die müssen wir noch drüben holen bis 12 Uhr. Die Räder müssen wir holen. Ja. Ja. Und die hier, das Auto, das vor der Tür steht, bis 14 Uhr. Und der da drunter. Und plus Wuchten hier? Ja.
Naja, es gibt viel zu tun. Lassen wir es liegen. Ach, wer ist denn da? Ein kleiner Besucher. David hat sich einen Hund zugelegt und heute ist seine Frau wahrscheinlich unterwegs und kann nicht auf den Hund aufpassen. Dann hat er den mitgebracht. Oh, du Kleiner. Ist der müde? Ich hoffe doch. Sonst springt er hier rum wie ein Wilder. Wir haben Mittwoch. Ja. Der Ferdi kommt jetzt gleich. Wir haben noch unseren Ab, der eigentlich auch noch zur Hauptuntersuchung müsste. Ja, der hat Zeit. Unser Ab hat Zeit. Aber der hier. Aber dann lache ich schon mal den Tester an. Was ist das für ein Auto? Hyundai. Hyundai. Gut. Lass den Tester schon mal warm laufen. Und der Reifenwechsel. Ich kann ihn nicht erreichen. Ich habe beim Cola gestern Abend noch für den einen Wischer bestellt. Na, vielleicht kommt der gleich mit der nächsten Tour. Ja, ich lasse den Tester schon mal warm laufen. Die Tester brauchen immer ein paar Minuten zum Vorheizen. Das heißt, der fährt hoch, dann fangen die, hier ist zum Beispiel das Abgasgerät für Diesel, das fängt an vorzuwärmen. So, und dann kann man erst eine Abgasuntersuchung machen. So, Prüfablauf. Okay. Was ist los? Kofferraum auf. Kein Kofferraumschlüssel. Seltsam. Zweimal drücken, um aufzuschließen. Hokus pokus. Sehr schön. Ja, so rollen sie wirklich hin und her. Ja, ah, super. Na toll. Das sind Abdeckplatten für einen Bremsenprüfstand. Im Bremsenprüfstand drin sind ja Rollen, die sich drehen, wenn ich da reinfahre. Und damit sich da keiner kann verletzt, wenn es nicht gebraucht wird, kann man die Platten normalerweise da drauflegen. Die sind natürlich extrem schwer, die Dinger. Die sind auch nicht zum Klappen, sondern die werden gesteckt, an der Seite gesteckt und dann zugemacht. Naja, wir kriegen ja einen neuen Bremsenprüfstand. Wir müssen auch aufrüsten. Zum Ende des Jahres kommt ja auch dieses neue Gesetz, Scheinwerfer, Einstellplatz. Dafür bekommt man eine neue Hebebühne, dann Lichteinstellplatz, da wird die Hebebühne direkt mit integriert. Und 2019, glaube ich, müssen die Bremsenprüfste eine Schnittstelle haben zum Rechner des Prüfingenieurs, der da zur Prüfung kommt. So, weil unser Bremsenprüfstand auch schon 40 Jahre alt ist und bisher immer super funktioniert hat, jetzt kaufen wir einen neuen und der hat auch dann die Schnittstelle, dass der Prüfingenieur sich darüber einloggen kann und auch die Bremswerte dann abnehmen kann. Tina, welches Auto ist das für die HU? Der Hyundai BMMA. Wir haben überhaupt keine Bühne frei, ne? Ja, ich lasse ihn schon mal warm laufen. Ja. Da ist das Auto. Super. Jetzt komme ich hier nicht raus, muss ich den erst wegsetzen. Ja, es ist echt klasse organisiert heute. Also hier schon mal warm laufen für die Hauptuntersuchung bzw. die Abgasuntersuchung muss ja vorher gemacht werden. Wenn er die Abgasuntersuchung nicht besteht, besteht auch die Hauptuntersuchung nicht. So, weg mit dem Kleinen. Der eine oder andere wird sich vielleicht wundern, der sitzt ja gar nicht mit Schonbezügen im Auto. Der hat nichts im Fußraum liegen, Fußmatten. Also mit meinen Klamotten, wie ich sie hier habe, setze ich mich auch, man kann auch schön sehen,
Also hier ist nichts dreckig dran. Da setze ich mich auch bei mir im Wohnzimmer mit auf die Couch, ohne was zu versauen. Oder in mein Auto. Mein Auto hat weiße Ledersitze. Wenn wir natürlich andere Autos oder dreckige Klamotten haben, haben wir hier Schonbezüge. Die hängen da an der Seite. Da weiß jeder, zack, das ins Auto reingelegt. So, solange ich das mache, ich habe saure Klamotten an. Den müssen wir jetzt warm laufen lassen. Katalysator muss heiß sein, damit er die Abgasuntersuchung machen kann oder bestehen kann. So, und das dauert jetzt ein Augenblickchen. Also die GTÜ, Gesellschaft Technische Überwachungsverein, prüft bei uns jeden Tag, außer donnerstags. Da kommt auch der TÜV. Und wir sind da sehr flexibel. Wir haben jeden Tag den Prüfingenieur im Haus. So braucht sich unser Kunde nicht merken, dass Termin ist am Donnerstag, Termin ist am Freitag oder weiß der Himmel wann. Hi Ferdi. Morgen. Die machen jetzt gerade schnell zu zweit den fertig und dann können wir drauf. Willst du den vorab schon bremsen? Musst du auch einen Bremsenbüsch sein? Also mit dem, hat die Tina drin. Bei verschiedenen Fahrzeugtypen muss er mit seinem Prüfgerät, das er in den OBD-Stecker einsteckt, das Fahrzeug im Bremsenprüfstand reinfahren und auch die Bremsdrücke auswerten. Das ist das, wofür wir demnächst auch einen neuen Bremsenprüfstand brauchen. Das macht dann der Bremsenprüfstand in Verbindung mit seinem Computer und übergibt ihm dann die Daten. So, jetzt hat er so ein externes Gerät, das steckt er da unten ein. Weiß nicht, ob bei dem Auto nötig ist, das guckt er jetzt gerade nach, um die Bremsdrücke überhaupt festzustellen. Hier kann man schön die Bremswerte sehen. 2800 zu 2860. 2% Bremskraftunterschied, das ist optimal. So, Hinterachse. Und 9% Unterschied ist auch im Rahmen. Ferdi, wie viel Bremskraftunterschied dürfen wir haben auf der Hinterachse? 25%. Und in der Feststellbremse dürfen wir sogar bis zu 50% Bremskraftunterschied haben. Was haben wir in der Feststellbremse jetzt? 1320, 1410%. Also Bremse ist von der Wirkung her super. Ferdi, sollen wir gerade mal Licht durchgucken? Ja, 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 Fernlicht, wunderbar. Der hat zwar unten, ja, geht. Blinker, ja, andere Seite, ja. Also normalerweise guckt der Prüfingenieur, was alles funktioniert und was nicht funktioniert. Aber hier ist das Vertrauen auf gegenseitiger Basis. Und wenn ich ihm sage, dass die Lichter funktionieren, dann funktionieren die. Ich habe auch nichts davon, wenn ich einen Kunden rausfahren lasse und irgendein Dörnchen ist kaputt. Da leben wir von. Das ist unsere Arbeit. Ja, Werte sehen noch gut aus. Bei mittlerer Drehzahl zwischen 2500 und 3000 Umdrehungen, da liegen wir jetzt mit 2700 Umdrehungen, muss der Abgasgehalt 0,00 bis 0,3 maximal dafür haben und wir sind hier weit drunter. Fast wie ein Neuwagen. Fast wie ein Neuwagen, ja. Lambda-Wert ist bei 1,003, das ist auch spitze. Super. Sondenmessung, Beruhigungsphase. Das können wir auch machen, eine Beruhigungsphase, ne? Ja. Gleich, wenn ein Brötchen da ist. Gerne. Bin ich dabei. Dann kommen wir auch in die Beruhigungsphase. Also brauche eine Einzelabnahme, um die Kombination begutachten zu lassen. Die Abgasuntersuchung ist gemacht, die kann er ja auch mitnehmen und dann vorlegen, aber er kommt halt mit dem Fahrwerk nicht durch. Pech. Heikelein. Weißt du was? Testament. Das gucken wir uns bei meinem Wohnmobil an. Ne, das musst du dir mal genau durchlesen. Also es geht darum, du schaltest es dann hier ein, musst den, wie war denn das, den runter machen oder den runter machen.